Ein bisschen Tau auf der Linse. Besser so? Ja. Guten Morgen. Wir sind hier an so einem schönen kleinen See. Zelt ist schon wieder abgebaut. Vor, weiß ich nicht, 15 Minuten war ja noch alles total neblig. Jetzt kam die Sonne raus. Jetzt ist schon fast alles wieder weg. Wir bereiten halt gerade unser Frühstück vor. Mit lecker Granatäpfel. Kanon. Zum Baden war es uns heute noch zu kalt. Wobei das Wasser tatsächlich ziemlich warm ist. Aber naja. Heute Mittag vielleicht. Im Meer. In Dubrovnik. Dann haben wir heute Nacht gepennt. Da sind jetzt gerade noch zwei andere Reisende dazugekommen aus den Niederlanden. Namen haben wir jetzt gar nicht nachgefragt, aber die wollten eigentlich auch heute Nacht hier pennen, haben es aber nicht mehr geschafft. Haben wir irgendwo weiter da oben gepennt und sind jetzt zum Frühstück dahin. Wir waren gerade fertig und fahren jetzt los. 75 Kilometer bis nach Dubrovnik. Ich freue mich. Herrlicher Sonnenschein. Wie immer die schönen Berge am Start. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. Also Warnschilder. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das mit dem Krieg zu tun hat, dass hier noch Landminen sind. Also lieber vorsichtig fahren. Nicht, dass man versehentlich ins Gebüsch fliegt. Hier geht es weiter auf dem Ziroweg, der sich nennt Dead End Road. Super, oder? Da kommt Motivation auf, nachdem wir gestern drei Platten hatten. Ja, runtergekommen sein.
Ja. Doch, was sind der Reifen? Verliert schon wieder Luft. Momentan Gott sei Dank nur sehr langsam. Aber die Stimmung ist nicht so gut. Doch hat keinen Bock, heute nochmal einen Schlauch wechseln zu müssen. Nachvollziehbar. Und drum rast er jetzt. In der Hoffnung, so schnell wie möglich anzukommen. Für alle. Wir sind jetzt in 10 Kilometern, 12,5 in Dubrovnik. Marias Eltern warten schon. Ich habe Maria erzählt, wir hätten uns hier eine Ferienwohnung gebucht. Aber das ist die Ferienwohnung von Marias Eltern, wo wir mitpennen natürlich. Die sind schon seit Samstag da. Maria hat morgen Geburtstag, wir brauchen 28 und sie wollten sie überraschen. Und ich hoffe, die Überraschung wird auch gelingen. Freue ich mich. Und gestern hatten wir noch abends das Thema und Maria hat gesagt, ihre Eltern kommen bestimmt erst später, weil ihr Vater ja eigentlich nicht fliegt und so. Und jetzt sind die Ersten, die kommen. Bin sehr auf ihr Gesicht gespannt. Ich freue mich natürlich auch auf die Eltern. Schön mal wieder ein bekanntes Gesicht zu sehen. Nach ja, erst über einem Monat, aber trotzdem. Ja, ist das Ventil jetzt kaputt oder wie? Löst sich halt wieder. Hat sich halt gelöst, wahrscheinlich durch die ganzen Holpersteine. Ich hab die Schraube gelöst. Ja. Also müsste jetzt wieder halten. Kann man doch nicht mal los raus, hab ich mal jetzt nicht mehr wahr. Was ist das? Restaurant. Mit Restaurant. Ja, genau. Guck mal, das Bild ist sogar noch. Das ist sogar noch relativ intakt. Ja. Wir fahren jetzt tatsächlich nach Kroatien, nachdem wir bestimmt schon, weiß ich nicht, 10, 20 Mal an der kroatischen Grenze vorbeigefahren sind.
hier soll es tatsächlich passieren. Die Stadtmauer da am Rand? Ja. Richtig geil. Wir laufen jetzt in die Altstadt rein, weil hier scheinbar auch unsere Unterkunft sein soll. Du verarschst mich. Hergefahren. Und da unten gehen wir nachher baden. Herrlicher Ausblick.
Hier geht's in der Höhle rein. Im botanischen Garten. Hier gibt es so Kaktusfeigen. Ich habe vorhin schon mal probiert, die sind echt lecker. Aber man muss echt aufpassen mit den Stacheln. Und hier oben der gute alte Erdbeerbaum. Und ein paar rote dran. Aber super lecker sind die hier. Noch kurz mal die Unterkunft zeigen. Meine Eltern haben mich jetzt in meinem Geburtstag hier überrascht und die Unterkunft gebucht. Ich finde die einfach so cool. Mich hier einfach einen super geilen Ausblick. Da vorne ist das Meer. Hier Dubrovnik. Und das Witzige ist, hier oben ist die Küche, dann geht's runter. Hier ist unser Bereich gewesen. Ich krieg mal sehr schlimm mit. Dann geht's noch weiter runter. Hier ist das Schlafzimmer meiner Eltern. Das Gästlein. Und dann geht es in die allerletzte Etage. Ganz runter. Hier ist dann noch das Bad. Hier haben wir unsere Fahrräder hingestellt. Und so sieht es von außen aus. Und da unten sind dann abends immer ganz viele Restaurants, wo man essen kann. Bisschen überteuert, aber naja, ist halt Dubrovnik. Und hier haben wir dann den einen oder anderen Abend mit einem Gläschen Rotwein verbracht. War eine super schöne Zeit. Ca. 20 Kilometer bis nach Dubrovnik. Hier würde jetzt unser unser Trail weitergehen.
mal einladen, oder? Ist gebrochen. Geht die denn die ganze Zeit an?